Hey, mein Name ist Katja. Ich bin zwischen den Welten zu Hause, aus der klassischen Unternehmensberatung kommend und in neuen digitalen Formaten auf Social Media und hier in YouTube unterwegs. In diesem Video erfährst du, wie arbeite ich als Unternehmer? Also wie sieht die gesamtunternehmerische Betrachtung aus? Von erster Idee, Innovation, ich habe als Chef eine Idee, ich bringe das aufs Blatt Papier, ich streue das in die Mannschaft rein, bis du am Ende Cash rausholst und natürlich alle Elemente und Zahnräder, die dazugehören. Also wie sieht die gesamtunternehmerische Betrachtung aus für dich, um am nächsten Schritt natürlich für dich zu gucken, wie schaffe ich es, am Unternehmen zu arbeiten, also mich aus dem operativen Tagesgeschäft rauszulösen. Hier bekommst du einen exklusiven Live-Mitschnitt aus einem meiner Seminare. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und wenn du dich da natürlich in diesem Thema weiterentwickeln willst, solltest du unbedingt darüber nachdenken, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und mir weiter zu folgen. Über was reden wir denn eigentlich? Also das ist so ein Bild, das ich jetzt entwickelt habe in letzter Zeit, um einfach grundsätzlich mal von den Begrifflichkeiten Klarheit zu bekommen. Reden wir über Prozesse, wann reden wir über Projekte und wie hängt das letztendlich zusammen? Also wirklich oberste Vogelperspektive. Wenn das die Firma ist, egal welcher Natur, ne, schaffen wir Wert, Mehrwert in erster Linie für den Kunden. Und das ist das, was ganz oft in der Unternehmensentwicklung verloren geht oder vergessen wird, dass es ja um Wertschöpfung und einen Mehrwert aus Kundensicht geht. Ne? Das heißt, wir haben auf der einen Ebene den Prozess und die einzelnen Prozessschritte. Ich habe all eure Prozesse hier ausgeplottet dabei, ja, deswegen auch die Ordner von euch noch. Da gehen wir heute noch mal rein in die Ebenen. Und am Ende ein Produkt zu generieren oder eine Dienstleistung, das euch Cashflow bringt. Und hier in den Prozessen und Abläufen, da stecken die Geldfresser drin. Das heißt, heute Morgen schauen wir auch auf das Thema Verschwendungsarten, Geldfresser entdecken und erkennen. Ja, also das, was ihr jetzt auch schon beschrieben habt über das Aufnehmen der Listen. Und es gibt Prinzipien, die sind erforscht, niedergeschrieben. Als ich jetzt an meinem Buch geschrieben habe, bin ich da auch nochmal in die Theorie tiefer eingestiegen. Und es ist tatsächlich so, dass das erste Buch dazu von Taichi Ono in den 80er Jahren erst transkribiert und geschrieben wurde. Grundprinzipien und die Theorien, und damit werde ich euch nicht totschlagen, ja, sondern wir machen das praktikabel und praktisch. Das ist das ganze Thema Lean Thinking und Kaizen. Ja? Das sind so die Urväter. Und wenn man jetzt mal überlegt, das ist gerade mal 40 Jahre her. Also die ganze Automobilindustrie und so weiter, die machen das ja bis zum Umfallen. Das ist ja die Welt, aus der ich komme. Deswegen kenne ich mich da so gut aus. Und wenn ihr jetzt zurück überlegt, okay, meine Firma gibt es jetzt schon 10 Jahre, dann ist das ja auch gar nicht so schlimm, dass das bei mir vielleicht nicht angekommen ist oder dass ich gar nicht weiß. Ja? Das heißt, in den großen Unternehmen, in DAX-Konzernen, ist das ja alles komplett in der Anwendung. Ich empfehle euch nicht in dem Teil damit auseinanderzusetzen, weil es sehr komplex ist, ja, und die Sprachen auch sehr komplex ist. Ich lasse es trotzdem mal liegen. Es gibt ein Buch, das Scaling Up, bitte. Es gibt ein Buch, das Scaling Up, das übersetzt das relativ einfach. Ja? Da sind auch Vorlagen und solche Dinge dazu drin, also um es Unternehmern einfacher zu machen. Und der Ziel ist, dass mein Buch für uns auch nochmal handhabbar und einfacher wird. Ja? Also raus aus der Fachsprache. Aber dass ihr es wisst, das sind jetzt keine Sachen, die irgendwie ausgedacht sind, sondern es gibt wirklich Grundsätze und Prinzipien, auf denen das wirklich auch untersucht wurde und erforscht wurde. Das heißt, in der unternehmerischen Gesamtbetrachtungsebene haben wir hier das Thema Projekte und Innovation. Das, was oft vergessen wird in der Rolle als Chef ist, eigentlich könnten wir ja auch da was machen, ne? Oder wir haben da einen neuen Markt oder neue Kunden oder neue Objekte. Lass uns das doch mal angehen. Wenn ihr in diesen, da erkennt sich schon jemand wieder, wenn ihr in diesen Ebenen denkt, dann ist es noch mal einfacher, ja? Das heißt zu sagen, alles, es gibt eine Definition nach DIN,
die besagt, alles, was zum ersten Mal gemacht wird, in der Einmaligkeit, ist ein Projekt. Ja, und wenn ihr in der Struktur, in der Tagesstruktur oder in der Boardstruktur diese neuen Themen wirklich betrachtet als, das ist ein neues Thema, ja, weil wir es das erste Mal machen, wir beabsichtigen schon, den Markt zu erschließen und einen Prozess draus zu machen und generell Geld draus zu machen. Aber in der Aufgabensteuerung und auch in der Priorisierung mit der Mannschaft ist es hilfreicher, das nochmal zu trennen, ne? Und zu sagen, alles, was Innovationsgrad hat, was Neuerungen sind, neuen Markt erschließen, neue Kundenkontakt aufbauen und so weiter, bedarf ein gewisses Maß an Sensibilität, an einer Frustrationskurve, an einer Toleranzgrenze, weil man sich dem ja erst nähern muss, um zum Ziel, um zum Knackpunkt zu kommen. Und das Ziel ist natürlich, aus einem Projekt ein Produkt und ein Ergebnis zu machen, um letztendlich Prozesse zu haben, und dann hoch zu skalieren und mehr Umsatz rauszuholen. Aber dass ihr vom Wording her und der Begrifflichkeit das mal gehört habt und differenzieren könnt in der Betrachtung letztendlich gesamtheitlich. Aktuell, das, was ich beschäftige mich ja extrem auch mit dem Thema Digitalisierung, unternehmerischer Wandel. Was heißt das? Aktuell ist es so, dass in den Design Thinking bzw. Produktinnovationsthemen viel stärker mit dem Markt und dem Kunden interagiert wird. Durch Apps, durch Anwendungen, durch Klicks habe ich die Möglichkeit, Kundendaten zu erfassen und aus den Analysen von Kundendaten entsprechend neue Innovationen und Produkte und Projekte zu generieren. Das heißt, das ist das, was Unternehmer aktuell viel begleitet, zu sagen, okay, was sagt denn mein Markt? Es gibt, ich glaube, die habe ich am Ende, die Folie drin, der Chef von Facebook Deutschland, Österreich und Schweiz hat in der Contra im Mai erzählt, das Thema Marketing und Vertrieb erschließt sich zukünftig immer mehr über die gesamte Wertschöpfungskette. Was heißt das? Aktuell sagen wir, okay, hier ist der Markt, ich muss hier irgendwie Vertrieb machen. Ja? Über die gesamte Wertschöpfungskette heißt, dass ich das Thema Vertrieb und Marketing und was braucht mein Kunde eigentlich von Anfang an über die komplette Prozesskette reinhole. Und das nennt man dann Customer Journey. Das bedeutet für euch als Unternehmer, dass es immer wichtiger ist, dass die Mitarbeiter diesen Veränderungsprozess mitgehen. Einfaches Beispiel. Ihr kennt in der Bäckerei diese Kärtchen, wo man Stempel kriegt und dann kriegt man nach dem 10. irgendwie ein Brot geschenkt. Wenn die Mitarbeiter an der Kasse, du gibst dein Kärtchen zurück, um dieses Umsonstbrot zu holen. In der Regel füllt man es nicht aus und kriegt trotzdem Brot. Was bringt dir das als Unternehmen, so einen Prozess aufzusetzen, wenn du eigentlich Kundendaten sammeln willst und deine Mitarbeiter an der Kasse das Ding rausgeben oder annehmen und nicht einfordern und sagen, ja, aber sie haben das Kärtchen nicht ausgefüllt. Ne? Das heißt, du machst das ja, um zu sehen, in welcher Frequenz, aus welchem Einzugsgebiet kommt derjenige, wie oft löst er die Karte letztendlich ein, ne? Wie lange braucht er, um die einzulösen, ne? Um da Kundendaten zu sammeln. Das ist diese Mischung aus Offline-Markt und Online-Markt, ne? Und das ist die Herausforderung der Führungsrolle, die Mitarbeiter auf dieser Reise und Notwendigkeit mitzunehmen, das Thema Customer Journey, ne? Dass die das auch wirklich in ihrem Tagesablauf im Blick haben und die Informationen dann letztendlich auch einholen. Wenn du jetzt spezielle Fragen hast, gesamtunternehmerische Betrachtung, Katja, wow, das macht Sinn, was du erzählst, aber ich hänge noch im Tagesgeschäft drin, ich weiß nicht, wie ich rauskomme, am Unternehmen zu arbeiten, was soll ich jetzt als nächstes machen? Dann klick hier auf den Link, nutz das kostenlose Strategiegespräch und wir besprechen, was deine nächsten 3 Schritte sind, um direkt in die Umsetzung zu kommen und das Maximum aus diesem Video für dich rauszuholen.